So, und da sind wir auch schon wieder. In der letzten Folge wollten wir herausfinden, was mit dieser Frequenz auf sich hat. Das tun wir jetzt auch mal. Hier mit Chuck der Pflanze. Die irgendwie aus Day of the Tentacle ist, glaube ich. Ich glaube immer noch so auf der Day of the Tentacle ist. So. Exceed. Ihr könnt euch sicher sein, dass die alle bald rauskommen, diese ganzen Folgen, die ich jetzt hier mache, da ich mein PC morgen neu mache. Also wird die wahrscheinlich heute und morgen werden diese ganzen Folgen rauskommen. Apartment 204. Es ist gemalt in Schwarz über ein Mädchen in meinem Alter. Sie sieht gut aus. Kann ja gar nichts. Ja, du musst neue Batterien reinmachen. Ja, kann ja gar nichts. Ja. Gut. Hier kann ich mich verstecken. Muss ich mich denn hier verstecken? Später vielleicht. Gut, hier weiß ich, was ist. Ich möchte aber erstmal hier rein. Ah, supi. Jetzt haben wir einen Gastank. Das heißt, wir können wieder Gas in unser Apartment spülen. Er kann jetzt Essen kochen. Es ist ein Mädchen. Warte mal, sie hat Flügel. Vielleicht ein Engel? Das erkenne ich wenigstens. Nicht das da. Ja, er muss etwas zu essen finden. Du bist menschlich. Mann, bin ich glücklich, dich zu sehen. Was ist dein Name, Freund? Manche nennen mich der Direktor. Ich kann dir nicht sagen, warum. Wie hast du so lange hier überlebt? Es gibt nichts mehr außer diesem Apartment. Ich habe meine Wege. Und meine Markkunde. Ich bin dir so, ich könnte dir sogar helfen. Aber es braucht ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, wie du überlebt hast. Wie meinst du das? Genau deswegen. Er hat doch was Tolles für mich. Ich gebe auf. Willst du mir jetzt sagen, dass du ein Survival-Experte bist? Ich glaube, du bist nicht mal real. Du hast, weißt du, du hast ziemlich gute Nerven. What's your story? Also, was ist deine Geschichte? Nun, ich könnte ein paar von deinen für deine imaginäre deine Einbildung sein. Ich könnte dir sagen. Ja. Was für, aber solange die überleben dauert. Ich weiß nicht, was Forex ist. Lerne immer noch Sachen über mich. Du wirst über dich auch noch Sachen auslernen. Ja, so. Egal, hör zu. Ich mag es, Sachen zu verstauen. Ich gebe dir Sachen für die ich nicht keinen Gebrauch habe. Mein Englisch ist grottig. Hier, du kannst Soßenpannen haben, Troll. halte deine Ohren am Radio. Falls du mich hörst. Es sind Essens. Also, meistens habe ich Essen. Es ist manches, um dir zu helfen. Slice Cheese and Crackers. Ich werde sie brauchen. Wir sehen uns. Hier. Ah, er ist ein Kind, ist er. Und diese Box hier auf dem Boden. Die Box auf dem Boden sieht aus wie die Box, die der Typ auf dem Kopf hat. Cool, erstmal.
Supi. Wohin laufen wir als nächstes? Ich würde sagen, als nächstes gehen wir zu Apartment 201. Also machen wir einfach weiter. Ich brauche, ich muss meinen Weg finden, hier rauszufinden. Jetzt wissen wir es schon. Okay. Okay, er sollte zurück zu dem Apartment, wo das Mädchen eingesperrt war. Die in dem blauen Kleid. Das war ziemlich nah den Treppen. Boah, ich hab X gedrückt. Naja, laufen wir jedenfalls so. Sind ja auch ein bisschen seltsam, dass diese kleinen Sachen hier, also so riesig angezeigt werden. Also die Treppen. Teilungen meine ich. Sieht ja aus wie ein Flugzeug. Ey, mit seinen blöden Batterien, ey. Ja. Soll ja wahrscheinlich ein Schützbalken sein. So. Naja, schön. Toll für dich. Es ist verschlossen, ich kann es nicht öffnen. Ach so, ich gehe immer den falschen Weg. Tut mir leid dafür. Tut mir leid, dass ich hier immer den falschen Weg gehe, aber naja. Ja, gehen wir, bleiben wir hier. Ich mache jetzt sowieso einen. Ich sehe schlimm aus. Ich mache jetzt hier sowieso einen Schnitt. Aber vorher nehmen wir noch ein paar Pillen mit. In dem Part, da sind ja immer Pillen dran. Hä? Sind da nicht eigentlich immer Pillen drauf? Meiner Meinung nach waren da immer Pillen drauf. Naja, egal. Anscheinend nicht. Dann legen wir erstmal die Gasstation. Da regnet es rein. Ah, okay. Haben wir vielleicht irgendwas mit zum Auffüllen damit? Also. Ah, okay. Okay, er will es für den Kochen benutzen. Schade. Wäre natürlich ziemlich gut, wenn wir hier Wasser hätten. Dann könnten wir was Tolles machen, glaube ich. Ja, hätten wir Wasser. Hätten wir Wasser. Ah, nee, das wollte ich nicht. Oh. C. Gut. So. Füllen wir den Gaswandler lang. Genau. Supi. Ich habe den alten ausgetauscht. Jetzt kann ich Sachen kochen. Das sind die besten Sachen. Nein, das ist die beste Sache überhaupt. So. Jus. Ja, du sollst doch was kochen jetzt. Ja. Okay. So, was ist denn das? Time of Pickles? Rice Pudding? Delicious Ham. Guck. Ja, du hast doch einen Cooking Pot. Hä? Okay. Ja, ist schon klar, dass du es nicht roh essen kannst, mein Freund. So. Bitte wieder sagen. Ach, smaller things. Wahrscheinlich kann ich damit das nicht benutzen. Okay. Gut. Ich weiß nicht, was Pickles ist. Rice Pudding. Kann ich ja kochen. Cool. Hot Rice Pudding. Go Supi. Ich bin ein Gewinner. Toll. Jetzt haben wir Rice Pudding. So, ich schlucke jetzt noch eine rote Pille. Ich weiß nicht, was sie bringen, deswegen schlucke ich die jetzt einfach mal so. Und wir gehen ins Bett. Danach mache ich einen Cut.
Ich muss schlafen. Tag 5. Ihm geht's nicht gut. So. Bis dann. I need to eat. Bis dann.